So, und damit ein Heyo und herzlich willkommen hier zurück zu Final Fantasy X in HD Remastered. Wir werden uns jetzt ein bisschen Nebenstuff kümmern. Sprich, wir werden tatsächlich als erstes hier nochmal reingehen, um sämtliche Bestia von Dings noch mal zu besiegen. You've got quite a name to live up to, daughter of Braska. Ja, ja. Ich werde mich anstrengen. So, Falfaris, Ifrit, Ixion, Shiva, Behemoth haben wir ja schon besiegt. Yojimbo ist in der nächste. Now, are you ready? Jo, werden wir. Und zwar Anima. Jetzt seht ihr auch mal die Ulti von Anima. Ja, Chaos D. Hat schon ordentlich Wumms, ne? Wenn man mal bedenkt, dass die Ulti wirklich für jeden Schlag um die 4.000 bis 5.000 Schaden raushaut, rausgehauen hat, ist schon mega. Genau, schwarze Steine jetzt. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, okay, ich gehe wieder zurück, Speicher. Mache ich jetzt mal nicht. Jetzt müssen wir nämlich gegen Anima. Das klappt auch nur, wenn man wirklich alle Bestia gefangen hat. Oder in dem Sinne, alle Bestia beschwören kann. Sonst funktioniert das nicht, hier alle zu besiegen, um dementsprechend, dieses, eine Siegel hier zu bekommen. Mega Flair. Ah, 25.000 hat das schon mal.
Also hat es schon mal weg. Und noch mal eine Mega Flare. Vernichtet. Stop. That is enough. Ah, you have me. Take this. Genau, jetzt kriegen wir noch Kraftquellen. Jetzt speichere ich mal kurz. Weil jetzt fehlen ja nur noch das Magus-Trio. Um was wir ja noch besiegen müssen. Und dementsprechend kann der Kampf da auch hart werden, weil es halt drei Viecher sind. Wenn wir Glück haben und gut sind, kriegen wir die natürlich jetzt auch auf Anhieb hin. Ich werde mich anstrengen. Magus Trio. Very well. Now, are you ready? Und da sehen wir sie zum ersten Mal. Da sehen wir sie zum ersten Mal, die drei. Ich glaube, da, ne, die ganz rechts soll eine Biene darstellen, ganz links so ein Marienkäfer und ich glaube, die Mitte soll so ein Grashüpfer oder so darstellen. So, wir beschwören mal Anima als erstes. Denn der haut ordentlich Schaden raus. Mit seinen normalen Attacken. So. Zack, 17.000, wenn man mal bedenkt. Zack, und nochmal 18.000 und weg ist die erste. Zack, 32.000. Zack, weg ist sie. Zack. Totalabwehr. Also die der Marienkäfer da ist eher so der Supporter. Wohl bemerkt. Deswegen macht das herzlich wenig. Zieht sich noch mehrere Gunner rauf, okay. Geht nur halt schlecht. Beziehungsweise bringt ihn herzlich wenig. Okay, er will's nicht anders. Weltschmerz.
Okay. Chaos D. Dann stirbt er halt durch die Ulti. Solo-Ulten ist auch eine Möglichkeit. Roms vernichtet. Stop. That is enough. Genug, es reicht. So, jetzt haben wir nämlich alle besiegt. Take this. Und wir bekommen. Thank you. That's not possible. You have already surpassed your father. There is nothing more I can teach you. My work here on Spira is done. Time for me to go. Send her. Und jetzt können wir natürlich sagen nein. Jetzt können wir sagen, nö, ich will sie nicht besiegen, aber wir werden das tun. Weil wir dann das Luna-Siegel kriegen. It is in your hands. Destroy Sin and save Spira. Genau. Da, Luna-Siegel. Und das Luna-Siegel, das werden wir nämlich jetzt auch noch brauchen. Ne? Jetzt sind wir hier in dem Tempel sozusagen komplett fertig. Das Einzige ist, glaube ich, wir können hier noch an den Chocobo-Rennen immer noch teilnehmen. Hier dieses, was hier rechts ist, um die Truhen zu holen. Brauche ich jetzt nicht. Wenn ihr natürlich diese ganze Siegelgeschichte habt, ist wichtig, dass ihr wisst auch, wo ihr das machen könnt, natürlich, ne? Dementsprechend Makalania. Und zwar meines Wissens nach, da wo wir den sozusagen das Kind gefunden haben, da wo wir halt den Nebelspiegel in Solarspiegel umgewandelt haben, an der Stelle ist, so viel ich weiß, auch sozusagen die Möglichkeit, da die Dings zu kriegen, verbessern. Die Solaris-Waffeln. Solaris-Waffeln. Solaris-Waffen zu verbessern, nämlich hier oben. Legt die Waffen des Solaris vor. Nämlich. Wessen Waffe vorlegen? Yunas. Vorlegen, ja. Den Stab. Natürlich, ne? Den Dingsstab. Ist nun stärker. Nein. Und wenn wir jetzt mal gucken. Ne, wir haben die Luna Marke, Luna Siegel. Und wenn wir hier jetzt mal auf den Nirvana gucken, den wir hier haben, Doppel-Ekstase zum Beispiel. Aber ich glaube, es geht tatsächlich, wenn ich richtig liege, nochmal. Dadurch, dass wir halt, glaube ich, die Dings haben. Ne? Die Waffe hat die maximale Stärke erreicht.
Nein, nicht vorlegen. Und wenn wir jetzt gucken, Yuna Ausrüstung, seht ihr, es gibt halt andere Sachen. Da ist einmal Hit Expander, Triple Ekstase, Doppel AP und ein MP drauf. Was natürlich hier die Zauberangriffe wegnimmt und durchschauen, aber allein schon ein MP. Das heißt, dass man jede Art von Magie nur ein MP kostet. Das ist, ja, ich sag mal, sehr hilfreich. Sag schon, wenn man hier Magier da hat, sagen wir es mal so. Doppel-AP, das heißt, ne, die doppelte Menge von Aktionspunkten kriegt Yuna. Ne, Triple Ekstase, das heißt, dreifach eine Ekstase möglich. Ne, Hit Expander bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber auch, schätze ich mal, was Positives. Ne, MP-Generator und 5% MP mehr dazu ist halt dann, ich sag mal, für Yuna OP. Für Yuna ist das dann sehr OP. Ich glaube, da komme ich schneller zu einem Spiroid. Ja. Weil wir haben, glaube ich, sogar noch Zeit, kurz zum Flugschiff, um noch eine Waffe zu holen. Ich glaube, die ein, zwei Minuten haben wir noch. Da muss ich nämlich wieder zu... wo waren denn jetzt? War es da oder da? Ich glaube, Fungustal war das. Ich glaube, das Tal war das, wo ich... Genau. Hier war das, wo ich die Kiste für das... hier Schwert von Auron. Genau, da steht sie. Riku gegen Rucka. Rucka kümmert sich mal um den da. Einmal den. Hier können wir mal auch sehen. Schwarzmagie, alles kostet 1 MP. Dings kostet auch alles 1 MP. Richtig geil. Eis. Roms. Und das ist das Geile bei dieser Waffe. Es kostet einfach nur 1 MP. So, Solaris Siegel leuchtet auf, Spiegel leuchtet auf. Benutzen. Zing. Ah nee, stimmt, das ist Rikus. Stimmt. Da ist es Rikus Waffe. Hier, da sieht man es, Gottes Hand. Und das Schlachtfeld, da war die Murisame, glaube ich. Für Owen. Stimmt. So war das. Yuna. Yuna geht einmal für Owen weg. Damit Owen einmal schnell das Vieh platt machen kann. Ich mach den schnell platt. Und Lulu macht ihn schnell platt. So. Einfach damit wir schon mal schnell noch ein bisschen was mitnehmen können. Stimmt, ich... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Da habe ich zu schnell geklickt. Flugschiff und dann auf dem Schlachtfeld. Das Schlachtfeld war das, wo... Das holen wir uns schnell noch.
Das ist nämlich das, wo wir ja noch hier Murasame oder so ein. Nee, warte mal, hä? Nee, stimmt, das alte Schwert, das war das mit dem Dings. Das war. Oh Gott. Ich verwechsel das alles jetzt. Ich würde sagen, ich beende hier erstmal die Folge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weitermachen mit den ganzen Nebenstuff sammeln. Und ich würde sagen, tschüss, ciao. Euer Lovers Kissan.